Ja, komm, komm, komm. So habe ich das früher übrigens immer genannt. Die Aquanarre habe ich immer damals gesagt, als ich klein war. Frag mich nicht warum, ich habe das K einfach gekonnt übersehen. Bitte töte ihn nicht, bitte töte ihn nicht. Zwei Volltreffer hintereinander. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist so... Nein! So, ich möchte ihn auf Level 10 kriegen, Freunde. Komm mal, was wolle. Wir lassen ihn vorne. Er ist immer noch nicht Level 10. Ich will doch nur, dass er sich entwickelt. Dann gebe ich auch Ruhe. Okay, aber runter gehen wir nicht. Runter geht's zu Lapras später. Und dann müssen wir nicht hin. Ach, Dick da schon wieder. Ja, Mensch. Gut, da setzen wir am besten mal ein, den Rico. Scheiße! Luna ist tot. Luna! Nein! Ich bin so kurz vor Level 10! Scheiße! Ich kann nicht tauschen. Luna kann nicht ausgetauscht werden. Weil Dick da eine Fähigkeit hat, die besagt, dass man nicht tauschen kann. Es ist so traurig. Es ist einfach so traurig. Ich kann nicht mal was dagegen tun. Ich kann nicht mal was dagegen tun, dass er stirbt. Oh, Flucht wollte ich jetzt sowieso nicht drücken. Aber fliehen kann ich auch nicht. Also theoretisch können wir gar nichts machen. Ich wollte eigentlich Kampf drücken. Also wäre ich jetzt aus Versehen geflohen, hätte ich ihn auch einfach abgegeben. Es tut mir leid. Luna, ich konnte nichts tun. Ich habe ganz vergessen, dass es diese Fähigkeit überhaupt gibt. Ich habe es wirklich vergessen. Bevor wir jetzt hier in die Arena-Leiter gehen, werden wir noch was anderes vorher machen. Oh Gott, nein, ich hab's vergessen. Hoffentlich hat er keine starken Pokémon dabei. Oh, Groll. Dieser Penner. Meine einzige Attacke, oder was? Das tust du nicht, du Arschloch. Was? 18! Brennen, bitte! Das ist meine einzige Chance zu gewinnen! Nein, Machi! Machi! Nein, ich kann es mir nicht ansehen! Ich kann es mir nicht ansehen! Oh nein! Machi, es tut mir leid! Ich könnte Fireblade einsetzen, ja! Das war's auch schon. Nein! Ah, komm. Wusste, es tut mir leid. Aber damit beende ich deine Qualen in diesem Let's Play. Ja, es tut mir leid. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden unser ganzes Team verlieren. Da gibt es nichts, was ich tun kann. Ich hätte zuerst zum Arena-Leiter gehen müssen. Da hätten wir ein paar Level bekommen können. Aber ein Lorbat Level 18 ist schon irgendwo richtig knallhart. Komm, Volltreffer, 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 Volltreffer. Die einzige Chance, die ich hatte. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Runsee. Auf Wiedersehen. Es war mir ein Vergnügen mit dir. Oh. Tu mir das nicht an. Nein! Rico, töte es! Töte es, Rico! Nein! Ach, scheiße, Mann. Rico.
Wer hättest es reißen können, hast es aber nicht. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Heutzutage hat jeder ein Pokémon, was? Meine sind auch einfach viel zu süß. Vor allem das fette Miltank ist süß. Die hat irgendwelche Drogen genommen, ey. So süß, dass ich sie am liebsten... Ich will gar nicht wissen, was du mit Miltank machen möchtest. Wie, du forderst mich zum Kampf heraus? Ich warne dich, ich bin sehr stark. Mit meinen niedlichen Pokémon. Niedliche Pokémon sind nicht stark. Bianca. Moment, das ist mein letztes? Aber ich werde nicht verlieren, klar? Du hast nur zwei Pokémon. Was erwartest du, wenn eins tot ist? Es tut mir leid, T-Com. Du bist derzeit der Nutzloseste. Es tut mir echt leid. Nein! Sei nicht böse auf mich. Sei nicht böse auf mich. Du bist tot. Du bist aber tot. Walzer! Wenn wir Glück haben, befehlt sie gleich. Walzer. Rick, streng dich bitte an. Tot. Julie, ich werde dich vermissen. Wieso darfst du anfangen? Bitte, lass mich zuerst oder verfehle du. Sie hat einen Sandwirbel abbekommen und hat nicht eine Attacke verfehlt. Vor allem Walzer hat, glaube ich, eine 80%ige Chance zu treffen. Bitte friere ein. Friere ein! Bitte! Bitte! Das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Liebes Miltank, es bringt mir nichts mehr. Oh! Ja! Okay, ich habe meine Kopfhörer rausgeholt. Okay, wir haben keinen Sound, wir sind tot. Komm, töte mich einfach. Töte mich einfach. Ist mir scheißegal, töte mich einfach. Take-A-Line! Warum setze ich Take-A-Line? Warum setze ich Take-A-Line? Okay, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Okay, mein Freund. Zieh's durch. Nein! Nein! Ach Gott. Wo ist mein fucking Sound? Ich drehe hier gleich durch wegen diesem scheiß Elgato-Zeug. Okay, perfekt. Wir machen Stachelspore. Jetzt macht er Walzer. Was ist dein Problem? Miltank, du bist verdammt nochmal paralysiert. Du bist paralysiert! Du bist doch paralysiert, Mann! Das kann doch nicht sein! Das ist doch nicht dein Ernst! Du bist paralysiert! Du bist paralysiert, Mann! Okay, Dave. Zeit, dass du dem Typen zeigst, wo hier der Hase hängt. Oder die Kuh. So. Ach, du kannst plötzlich Konfusion. Wahrscheinlich war das aber nur... Scheiße! Das Magnetino! Es ist verdammt nochmal 18! Ich werde Maurice opfern.
Ich muss Maurice opfern. Scheiße! Nein! Ja! Okay, Bitterkuss, komm schon. Nein, er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Okay, aber Maurice ist tot. Und als nächstes muss ich Schad opfern. Ja, dann wechseln wir wieder das Pokémon zu Snox. Und meinetwegen kannst du da auch nochmal Fluch einsetzen. Mir egal. Deine Unlichtattacken wirken nicht gegen Snox. Was willst du tun? Aura-Blick. Dafür ist es zu spät. Ich bin froh, dass ich nicht nochmal versucht habe, Hypnose einzusetzen. Er beherrscht ja noch Tiefschlag, ne? Das heißt, ich kann mein Enikoro nicht einsetzen. Er wird höchstwahrscheinlich aber gleich Nachtnebel einsetzen. Aber es ist mir zu gefährlich. Ich setze einfach Schad ein. Du asoziales Arschloch! Snox, du warst meine Sicherheit. Ich wollte mit dir. Ich wollte doch. Dreck. Okay, wir setzen auf jeden Fall Megasaug ein. Kriegen wir nochmal ein bisschen Leben zurück. Und er kann nichts gegen uns tun. Eigentlich wollte ich nochmal Egelsamen machen, aber das war mir doch ein bisschen zu knapp bei Hälfte des Lebens. Okay, dann wechseln wir das Pokémon halt wieder. Zwei Volltreffer, Leute. Ich fass das nicht. Zwei fucking... Fuck. Ach, der hat drei Pokémon. Ne, der ist wenigstens ein bisschen schlauer als der andere. Muss man dazu sagen. So, jetzt bist du erstmal nass und kannst nicht mehr fliegen. Das würde Sinn ergeben, aber dieses Spiel ergibt ja keinen Sinn. Und jetzt sind wir tot. Der setzt das bestimmt irgendwie 60 Mal ein jetzt. YOLO! Oh Gott, nein! Oh, wie komme ich jetzt rüber? So sagte er YOLO. Und Stöpsel starb. Scheiße. Wie, er versteckt seinen Fokus. Power Punch. Mein Team ist tot. Mein ganzes Team ist tot. Scheiße. 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 Nein. Ich muss Lichtspeer opfern. Es tut mir leid, aber ich muss Lichtspeer opfern. Und wenn ich das jetzt nicht mache, sind wir tot. Es tut mir leid, Lichtspeer. Er lebt noch. Er konnte sogar noch einen Lebensschuss machen. Du willst mich verarschen, ne? Sitzt der Surfer ein, um mich zu erniedrigen. Ich glaub's nicht. Lichtspeer, es tut mir leid, ich musste dich opfern. Und jetzt liegt alles in der Hand von Kabukiman. Und ich hoffe, Quappo ist jetzt langsamer als Kabukiman. Ich bin total angespannt, Leute. Komm schon. Ich gebe mich noch nicht auf und ich weiß, ich bin gerade aufgeregt. Ich kann gerade nicht lesen. Scheiße. Musst du nicht erstmal den Fokus finden? Fuck.
Er hätte nur eine Runde schlafen sollen noch. Oder ich hätte diesen einen Powerpunch überleben müssen. Okay. Schade, es tut mir leid, du bist tot. Ihr seid alle tot. Ihr seid alle tot. Mit dem Team konnte ich es nicht reißen. Musst du nicht erstmal den Fokus finden und so ein Kram? Du hast Powerpunch eingesetzt, Dude. Scheiße. Und damit kriege ich die Schutzschild. Super. Dann würde. Jetzt kriegt kein Schwein mein Surfer ab, weißt du? Oh, Scheiße! Ich hab's vergessen. Nein! Maxi! Scheiße, es tut mir leid, ich hab's vergessen. Dancy, Dancy wird's regeln. Ich glaub an dich, Dancy. Und wenn nicht, dann warst du ein treuer Weggefährte für eine lange Zeit. Okay, er ist tot. Oder? Er müsste tot sein, ne? Wenn der jetzt nicht tot ist, dann müssen wir uns von Dancy verabschieden. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. Und jetzt setzt du einen scheiß Hypertrank ein. Okay. Ja gut, er ist tot. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Er darf anfangen? Wieso darf er anfangen? Er ist Eis und Light Heap. Das müsste funktionieren, ne? Komm bitte. Ich will auch ein bisschen Glück. Ich bin wie die Weide, biegsam und hart. Ja, gleich bist du wie die Weide, die zu Füßen liegt. Er darf anfangen? Willst du mich verarschen? Ich habe zwei Runden, da habe ich anfangen dürfen und dann darf er anfangen? Leck mich! Ach, Mike. Mike! Wenn Ocelot dadurch nicht stirbt, ist alles gut. Gewissheit? Gewissheit. Der hat nicht mal Hände. Er hat nicht mal Hände und er setzt einfach Gewissheit ein. Komm! Das ist nicht dein Ernst. Und dann gibt es noch einen Smogon und das hat Tickle und Smog. Das heißt, wenn wir das Smogmog loswerden, haben wir es geschafft. Aber dieses Smogmog beherrscht halt Explosion. Und unser Elon, dem geht's nicht so gut. Bitte explodiere. Nein! Fuck. Shit. Okay, Rauchwolke ist mir egal. Aber bitte explodier einfach. Alles wird gut, sobald er explodiert ist. Ich will aber dabei kein Pokémon verlieren. Mist! Shit! Okay, das ist gar kein Problem. Einmal kann ich noch. Dann muss ich wechseln. Scheiße! Nein! Unser Team ist tot. Unser Team ist einfach tot. Ich wusste, ich hätte bis 25... Wir haben einfach zwei Pflanzen-Pokémon. Fuck.
Gut, der Dämon. Der Dämon muss es reißen. Aber er wird explodieren, Freunde. Der Smogmog wird jetzt explodieren. Leck mich doch! Wieso wartest du nicht erstmal? Bitte überleb! Ach komm! Das ist doch nicht dein Ernst! Das könnt ihr doch nicht ernst meinen, oder? Ist das jetzt gerade wirklich passiert? Nein!